Irgendwie, ach so, ja, was mir mal so aufgefallen ist, generell auf YouTube und so, und einer hatte es bisher erwähnt Das und vielleicht haben Optimiste. es mittlerweile schon mehr Leute erwähnt oder so, keine Ahnung. Ich glaube, meine Videos sind relativ dunkel in Innenarealen, was mir total leid tut. Allerdings müsst ihr an der Stelle wissen, wenn ich das hier am Fernseher spiele, ein Brecheisen. Brecheisen genommen. Oh, und Orange. Ist das eine besondere Waffe in dem Sinne? Vielleicht. Okay. Was haben die einzelnen Farben zu bedeuten bei den Waffen? Das würde mich ja jetzt nochmal interessieren. Also es gibt Blau, es gibt Grün, es gibt halt die normalen Weißen und es gibt Orange. Okay. Sehe ich alles ein. Aber was haben die einzelnen Farben jetzt zu bedeuten? Okay. Vielleicht kann mir das ja nochmal jemand schreiben. Da wäre ich doch sehr interessiert irgendwie. Ja, also wenn ich das hier am Fernseher spiele, Dead Island, mein Fernseher ist relativ... Wenn jemand das hören kann. Sender ist ein Hotelbungalow. Ach so, okay. Ja, gut. Soll er halt senden. Wir werden ihn vielleicht irgendwann finden. Ich werde belagert. Du, 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 du. Döp, 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 döp. Werden wir nicht alle ein bisschen belagert in diesem Spiel? Mein Fernseher. Ups. Ja. Digitales Steuerkreuz nach unten für Taschenlampe. Mein Steuerkreuz ist einfach verdammt. Mein Steuerkreuz. Mein Fernseher ist einfach verdammt hell. Und dementsprechend, ich sehe das. Die Videos selber, die ich dann aufgenommen habe und die ich dann auf YouTube hochlade, die sehen dann ein bisschen anders aus als die Videos, die ich tatsächlich jetzt so. Als das, was ich sehe. Weil mein Fernseher, ich kann die ganze Zeit ohne Taschenlampe herumrennen in den dunkelsten Ecken dieses Spiels und ich sehe trotzdem noch genug. Aber wenn ich dann das fertige Video sehe, dann denke ich mir, ach du Scheiße, ist das dunkel. Und dementsprechend muss ich jetzt einfach mal daran denken, dass ich, während ich in irgendwelchen Innenarealen unterwegs bin, dass ich dann gefälligst immer die Taschenlampe anmache. Weil sonst habt ihr relativ wenig von und das ist irgendwie, ja, das wäre irgendwie relativ doof. Jetzt sind wir hier. Das ist schön. Irgendwie frage ich mich jetzt aber trotzdem. Na gut, wenn wir das Auto schon mal hier. Können wir uns auch da reinsetzen. Aber nichtsdestotrotz. Wo zeigt jetzt eigentlich dieser komische Pfeil hin? Also, wo will der, dass ich hingehe? Ich verstehe das jetzt noch nicht so hundertprozentig. Egal, Moment. Ups, wir werden es gleich sehen. Nett, nett, nett. Nett, nett, nett. Also, Autos spawnen auch unendlich viele. Das haben wir jetzt auch mittlerweile gemerkt. Ups. Das heißt, mein vorsichtiges Verhalten am Anfang war mal vollkommen für die Katz. Aber ist okay. Ja, mein Gott. Das Spiel war halt neu für mich. Da, 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 da. Das Spiel ist immer noch neu für mich. Ich verstehe immer noch wahrscheinlich nur die Hälfte von dem, was das Spiel an sich eigentlich bietet oder, keine Ahnung. So. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt stehen hier wieder zigtausend Zombies rum. Auch wenn wir diesen Abschnitt natürlich schon, dreimal mittlerweile hinter uns gebracht haben. Aber ist okay. So, ja. Ja, ist okay. Ist okay. Ja. Ja. So. Da, meine Brechstange und ich. Meine Brechstange und ich, wir machen extrem viel Schaden. So, du stehst auf, aber ich will nicht, dass du aufstehst. Deswegen setz dich bitte wieder hin. Dankeschön. So, schwerer. Schwerer Messingschlag. Uah, okay. Lass mich doch. Nein! Nein, nein. Nein, nein. Lass mich doch meinen mit schweren Messingschlag. Ich will einen Schlagring. Ich will einen Schlagring. Die sind jetzt auch alle Stufe 10. Das ist doof. Menno, ich will mal kleine dumme Zombies sehen, die irgendwie Level 1 haben oder so. Schwerer Messingschlagring. Benötigt Stufe 11. Nehmen wir mit. Okay, alles klar. Ja, jetzt kann ich hier wieder. Verbände und weiß der Teufel was alles einsammeln, aber öffnen. Weiß ich nicht, was ich jetzt davon halten soll. Also, wie gesagt, man geht hier alle 5 Minuten an den komischen Abschnitten vorbei und dann füllt sich alles wieder auf. Also irgendwie hätte man vielleicht nochmal besser machen können oder vielleicht auch nicht oder doch oder ja, nein, vielleicht. Ach, weiß der Teufel. Moment. Bam, Erfolg freigeschaltet. Klopf, klopf. Oh! Weil ich es jetzt direkt beim ersten Mal geschafft habe. Hahaha. Mensch, das Timing war ja absolut spitze. So, Anne Snyder? Ja. Can you find Jenny? If you see her, tell her not to worry, because Teddy is with me and he will protect me. Ach so. Quest aktualisiert. Erzähl Jennifer, dass Anne in Sicherheit ist. Ja, mache ich doch glatt irgendwann, wenn ich mal total viel Bock drauf habe. Seife. Oh, meine Muskeln fangen an, sich zu verkrampfen. So viel Wasser, wie ich ihr schon gegeben habe, also damit kommt die wochenlang hin, aber ist egal. So, okay. Düp. Jetzt war ich ein ganz klein bisschen irritiert, weil ich habe irgendwie es total verpeilt, die richtige Quest anzulegen oder so. Zwei Herzen. Kehre mit den guten Nachrichten zu Max und Kelly zurück. Max und Kelly zurückkehren. Max und Kelly zurückkehren. Max und Kelly zurückkehren. Ja. Das machen wir dann glatt noch. La 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 la. So, hier kann ich nochmal einen Energy Drink nehmen. Dann setzen wir uns jetzt wieder ins Auto. Und dann fahren wir irgendwo hin zurück, wo ich wieder meine Waffen begutachten kann, wo ich meine Waffen wieder reparieren kann. Und dann können wir wieder losfahren. Tralala la la. Das Spiel ist. Mein Gott.
Also, man macht und tut, man ist am Machen und Tun die ganze Zeit, aber man hat auch nicht so hundertprozentig das Gefühl tatsächlich, dass man vorankommt. Wobei ich eigentlich heute noch, eigentlich, ja, eigentlich wollte ich mal so richtig das Gefühl bekommen, dass ich mal vorankomme. Ergo muss ich gleich noch irgendwie diesbezüglich etwas machen. Wie zum Beispiel die letzten beiden Quests absolvieren. Im Endeffekt, es geht ja jetzt nur darum, dann tatsächlich das Benzin zu holen. Und dann komme ich ja, würde ich ja theoretisch auch mit der Hauptquest hier weiterkommen. So, alles klar. Du, von dem Wagen steigen wir jetzt auch aus. Es ist wirklich, gibt es da noch andere Fahrzeugtypen? Oder haben wir auf der ganzen Insel nur diese Geländewagen, die natürlich recht praktisch sind, weil sie halt vier Sitze haben. Und wie gesagt, wenn man im Koop-Modus hier unterwegs ist, dann ist es bestimmt eine mordsmäßig lustige Angelegenheit. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es ein bisschen seltsam. Gut, okay. Hi, ich soll dir irgendwas sagen. Poor son of a bitch, I thought he'd make it. Guess I was wrong. Thanks anyway. I appreciate the help. 7 Erfahrungspunkte. Erschöpfende Eigenbau-Machete. Ja, nee, ist klar. Das fand ich jetzt ein bisschen doof, dass man sich nicht entscheiden konnte, ob man denen jetzt sagt, dass er überlebt hat oder eben nicht. Also, man hat wirklich null Entscheidungsfreiheit in diesem Spiel. Ja, wie gesagt, man kann die Quests entweder annehmen oder man kann sie ablehnen. I heard Aber the Scourge came nichtsdestotrotz, from es ist out. ein bisschen. Es ist so unnötig gewissermaßen. Also, ach Gott. Brecheisen, Stufe 10, Wert, ganz viel Wert. Ermüdender Fleischermesser, schwerer Messing-Schlagregen, mittelmäßiger Revolver, viermal Alkohol, zehnmal Alkohol. Ich habe ganz viel Alkohol. Kann ja alles verkaufen. Möchtest du wirklich Alkohol verkaufen? Für 8 Dollar. Ja. Ach so. Ich dachte jetzt, weil ich doch hier angewählt habe, aber. Ich dachte, man kann nur 10-mal Alkohol haben, aber warum hat er es jetzt von hier genommen? Das ist ja dämlich. Und dann. Aber das. Warum fängt er dann einen neuen Steckplatz hier an? Das ergibt für mich keinen Sinn jetzt gerade. Gut, egal. Brecheisen. Wenn ihr das Brecheisen habt, dann brauche ich vielleicht. Aber. Moment, da muss man jetzt von Werten ganz genau vergleichen, glaube ich. Erschöpfende Eigenbau-Machete? Benötige Stufe 10. So eine Machete stelle ich mir besser vor als so ein Fleischermesser. Auch von der Reichweite her. Und ich meine, es hat so ziemlich denselben. Aber gut, dann machen wir das mal so. Ich meine, es hat dieselbe Aufgabe in dem Sinne, nämlich das Zerhackstückeln von Gliedmaßen. So, stockgenagelt, Stufe 8, 85, schwerer Messingschlagring. Das klingt natürlich auch ganz witzig. Andererseits. Na, komm, hier, so, brauchen wir nicht. So, stockgenagelt. Weil dann kann der genagelte Stock doch eigentlich auch weg. 85 plus 52. Oder was haben die Werte denn rechts dort zu bedeuten noch? Einmal dieses mal 1 Tröpfchen und plus 4% Tod. Was bringt das genau? Ah, das sind wahrscheinlich die, nochmal die Bonuswerte zu dem Genagelten, kann das sein? Ich würde es ja fast so vermuten. Aber da kann ich mich jetzt natürlich auch irren. Nichtsdestotrotz glaube ich an der Stelle, auch wenn Haltbarkeit. Ja, gut, so auf den ersten Blick, das nimmt sich alles nicht so schrecklich viel. Andererseits, schwerer Nagelhammer, doch der ist relativ kraftvoll. Aber stockgenagelt, Häsner. Ich weiß nicht genau, erschöpfende Eigenbaumachete. Oder halt. Ich glaube. Wir. Oh, du. Stock genagelt. Von der Wucht her, aber. Boah, das nimmt sich nicht so viel. Okay, wir verkaufen den schweren Nagelhammer. Dup. Jetzt schreien alle da draußen kreischend auf. Nein, hättest du bloß die andere Waffe verkauft. Du. Aber ist mir an der Stelle total egal, weil ich kann hier machen, was ich will. So, reparieren. Wir reparieren alle Waffen, die ich habe, weil ich das Geld dafür habe. Das ist klar, weil ich immer schön meine Nebenaufgaben schaffe. Achso, den Revolver kann ich ja mittlerweile auch benutzen. Oh, das machen wir dann auch gleich mal. Also, dann kann ich ihn an der Stelle eigentlich auch gleich mal aufmotzen. So, Brecheisen motzen wir auch mal auf. Wert. Ach so. Okay, das war jetzt ein bisschen unüberlegt. Ich habe gar nicht auf die Preise geguckt. Okay, aber dafür ist das Brecheisen jetzt, glaube ich, auch gut. Ich habe nur 78 Dollar. ja, ich bin irgendwie. Jetzt habe ich mich selber ausgetrickst. Ei, ei, ei. Na gut. Okay. Energy Drink. Darauf erstmal ein Energy Drink. Energy Drink genommen. Wie jetzt? Hat er es jetzt getrunken oder nicht? Das sah irgendwie seltsam aus. Energy Drink genommen.
Jetzt hat es eingesteckt, oder was? Wenn es jetzt eingesteckt hat, dann lache ich. Moment. Dab, 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 dab. Ist hier irgendwas Energy-Drink-mäßiges? Lalalalalalalala. Nein, es sieht nicht so aus. Ich glaube, das war absolut wieder... Es war eine Sinnestäuschung, oder weiß der Teufel was. Oh, mittlerweile habe ich ja noch mehr Steckplätze. Haha, ganz viele Steckplätze. Das ist ja schön. Erschöpfender, mittelmäßiger Revolver. Ja, dann packen wir den nochmal da oben hin. Und dann habe ich jetzt aber... Drücke RT, um zu schießen. Aber ich habe nur einen Schuss damit, kann das sein? Ich bin jetzt nur gespannt. Na gut, okay. Fadenkreuz. Achso, man kann auch anlegen? Oh, das ist cool. Kann man auch... kann man auch Überlebende töten? Ich würde fast sagen, nein. Aber na, man kann sie auch nicht hauen. Also warum sollte man sie dann erschießen können? Aber ist okay. Ich habe aber nur einen Schuss, glaube ich. Deswegen sparen wir uns das mal lieber für einen Zombie auf. Und dann nehmen wir an der Stelle jetzt einfach mal... Was nehmen wir da? Wir nehmen jetzt als Basiswaffe erstmal... Den benutzen Schraubenschlüssel. So, ja, als Basiswaffe, ist klar. So, zwei Herzen. Erzählt Jennifer, dass Anne in Sicherheit ist. Hole Benzin von der Tankstelle, um die Leichen zu verbrennen. Ja, können wir alles machen. Und suche irgendwo das Flugzeug. Ja, wo ist denn nur das Flugzeug? Ich weiß nicht genau. Erzählt Jennifer, dass... Ja gut, dann machen wir das jetzt eben nochmal. Hatatatata. Bringt ja nichts. Ups, nein. Kann ich irgendwie? Ich kann nicht, wenn ich dort oben bin. Nein, man muss hier durch die Fahrerseite. Es wäre ja auch... Da, warum sollte man auch? Ich meine, wie soll man auch von dort oben, also von der Ladefläche gewissermaßen, ins Führerhaus reinkommen? Es geht ja nicht. Es wäre ja irgendwie total unlogisch und so. Und ich meine, dieses Spiel ist ja total logisch. Es grenzt ja an allen Ecken und Enden mit Logik. Logik, Logik. Es grenzt an Logik, ja. Dop, 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 dop. Was nicht alles an Logik grenzt hier. Herings Let's Plays jedenfalls nicht. Nein. Schnasner. So, okay, alles klar. Wir geben Gas, wir geben Gas, wir geben Gas. Dup, 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 wir fahren durch die Butnik. Das macht so Spaß, das macht so Spaß, das macht so Spaß. Und irgendwann und irgendwo kommen wir vielleicht auch an. Vielleicht auch an Fortschritt, Automatik. Kann es vielleicht sein, dass ich noch ein paar Gamerscore-Punkte in dieser Spielesitzung bekomme? Es wäre irgendwie klasse. Es gibt keine Straße dort hinten hin, das ist doof. Deswegen buxiert mich die Linie jetzt quasi gesehen immer. Ja. Die buxiert mich doch jetzt immer zum Leuchtturm. Boing, 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 boing. Immer zum Leuchtturm. Und vom Leuchtturm aus muss ich dann irgendwie runter zu den Diamond Bungalows. Das finde ich ein bisschen doof. Warum gibt es keine andere Straße? Verdammt. Irgendwie, wer hat diese Ferienanlage hier entworfen? Wer war für die Straßenplanung verantwortlich? Das kann doch nicht sein. Ich hoffe, den Architekten finde ich noch. Also den Planer, den Bauer, den was auch immer, den Zeichner, der sich den ganzen Kram hier überlegt hat, dass ich den irgendwo noch finde. Vielleicht ist es ja der komische Typ aus dem Kontrollraum, den wir am Anfang gesehen haben. Also damals, ja, als wir noch sowas ähnliches wie eine Story in diesem Spiel hier gesehen hatten. Mittlerweile besteht das ganze Let's Play ja nur noch aus Renne von A nach B und erfülle mehr oder weniger sinnfreie Nebenquests. Aber mir macht es Spaß. Ich weiß nicht genau, ob es beim Zuschauen noch Spaß macht. Also, das könnt ihr mir auch gerne schreiben. Könnt ihr auch generell irgendwie sagen oder so, wenn ihr findet, dass das alles ein bisschen zu viel rumlaufen und zu viel suchen und zu viel, ja, was weiß ich ist. Aber mir macht das ganz ehrlich Spaß. Und so und nicht anders würde ich es auch privat spielen. Nur, dass ich, wenn ich es jetzt privat spielen würde, in dem Sinne, dass ich dann nicht so viel labern würde. Weil ich mir dann so denken würde, nö. Wenn ich selber spiele, ich ertappe mich zwar mittlerweile dabei, dass ich dann auch ab und zu in Gedanken mehr oder weniger dieses ganze Let's Playen an sich so ein ganz klein bisschen auslebe. Also, dass ich mir dann denke, ja, und das könntest du jetzt an der Stelle sagen, und das könntest du jetzt so sagen, und das könntest du da und dort, und hier könntest du noch einen wunderbaren Gag anbringen, über den sich mal wieder irgendwie keiner lustig machen will, weil keiner ihn versteht, oder weil er einfach nicht so gut war, wie du vielleicht denkst, aber nichtsdestotrotz irgendwie, ja... Ups. Nichtsdestotrotz, ich habe ein ganz besonderer Tag. Ich habe in Gedanken habe ich schon dieses Let's Playen an sich irgendwie verinnerlicht. Ja. Wo ich meine, das ist irgendwie erschreckend auf eine gewisse Art und Weise, aber es macht auch Spaß. Ja, wenn man dann auch selber so ein bisschen für sich spielt und dann eben solche Ideen dann auch hat. Eben, ja, darum geht's ja auch. Man hat dann ja auch Ideen, die man dann unter Umständen eben in seinen Let's Plays dann nochmal unterbringen kann. Und das ist schon, ja, das ist schon echt cool. So, dich mag ich nicht. Dich mache ich jetzt mit meiner Machete platt. Ja, ja, genau. Ja, ja, du denkst, oh ja, du denkst, du kannst richtig zuhauen und so. Und erstmal, ja gut, erstmal... Oh,
Warum habt ihr jetzt neuerdings alle Waffen oder so? Kann das sein? Moment. Ja, ja. Nein? Ja, ja, geh mal weg. Geh mal weg. Boah, Kollege, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Ja, ist nah, ist nah, ist nah. Danke, so. Ich muss doch... Ja, ja, Stufe 10. Ja. Naja, ein Arm ist besser als kein Arm, aber... Schnitt. Was habe ich denn jetzt? Hab ich dir überhaupt irgendwas? Ich weiß nicht genau. Man könnte ja eigentlich auch auf seine Beine gehen, fällt mir gerade so ein. Aber es bringt nichts. Au, okay. Dann besteht eher sogar noch mehr die Chance, dass er mich mit seinem Kopf erwischt, wenn ich mich dann so bücke. Auslaufender, was für ein Ding? Was für ein Ding, ja. Auslaugender Küchenmesser. Moment, halt. Halt, da lassen die ganzen Schlägertypen nicht normalerweise... Aber ich bekomme das Küchenmesser, aber nö, der hat jetzt keinen Cash bei sich oder wie oder was. Enttäuschend. Dup, 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 dup. Dafür ist meine Machete schon wieder irgendwie mehr oder weniger im Arsch. Was ich ein ganz klein bisschen doof finde. Aber damit muss ich an der Stelle mal einfach total leben.